Matthäus ist teilweise im christlichen Glauben groß geworden. Das heißt, seine Jugend war begleitet von eindrucksvollen Geschichten, von Wundern, die sich vor 2000 Jahren oder früher ereignet hatten. Damals haben die Menschen fantastische Erfahrungen gemacht. Sie haben Gottes übernatürliches Eingreifen erlebt. Sie wurden mächtig erfüllt mit seinem Geist und gewannen ganz neue Erkenntnisse über das Leben und sich selbst. Nun ist Matthäus erwachsen und sein Leben fühlt sich im Vergleich dazu ziemlich trocken und ereignislos an. Er hat noch nie eine Erscheinung gehabt. Er hört keine wegweisende Stimme hinter sich. Er empfindet im Alltag mehr Müdigkeit als Erleuchtung. Und deshalb hat er beschlossen, an einem ganz außergewöhnlichen Abendmahl teilzunehmen. In seiner Heimatstadt Rio de Janeiro hat er so gleichaltrige junge Leute kennengelernt, die mit Gott auf ganz besondere Weise in Verbindung treten. Es ist ein mutiger Schritt, den sie da tun. Sie geben sich selbst auf und geben sich ganz dem übernatürlichen Einfluss hin. Und sie erleben tatsächlich weit mehr als der Durchschnittschrist. Und das ist es ja, was Matthäus sucht. Die Kirche heißt Santo Daime und ihre Mitglieder feiern einmal im Monat eine spirituelle Zeremonie, die sie ganz eng miteinander und mit dem Göttlichen verbindet. Man versammelt sich in weiß gekleidet, um viele Stunden mit liturgischem Gebet, Gesang, Anrufung und Meditation zu verbringen. Im Mittelpunkt der Zeremonie steht das Blut Christi. Es ist ein rötlich-brauner Saft, der allen Gläubigen in kleinen Gläsern oder Bechern gereicht wird. Er wird aus den Fasern einer brasilianischen Lianenart und den Blättern der Psychotria viridis zubereitet. Matthäus erfährt, es handelt sich hier um ein psychoaktives Sakrament. Daime, so heißt dieser heilige Trank, ermöglicht seinen Empfängern eine ganz besondere Gotteserfahrung und ein intensives Empfinden für den Zustand der eigenen Seele. Anfangs ist Matthäus noch etwas aufgeregt. Er weiß ja nicht, was da auf ihn zukommt. Aber bald beginnt die geistliche Gabe zu wirken. Und er merkt, wie sich sein Bewusstsein öffnet und wie sich sein Selbstgefühl in der Gemeinschaft auflöst. Und dann steht da ein mächtiges Wesen direkt hinter Matteo. Er kann die Gegenwart eindrücklich wahrnehmen. Wow! Er verliert sich wieder. Er wirkt ganz klein und unbedeutend. Ist da Gott? Nach vielen nächtlichen Stunden ist Matthäus wieder bei sich. Er weiß es nicht. Er weiß nicht, was er von dieser Reise halten soll. Zigtausende Menschen sind da bedeutend unkritischer, denn Santo Daime-Gemeinden gibt es nicht nur in allen großen Städten Brasiliens, sondern in ganz Südamerika, in den USA, in Kanada, in Europa, in Australien, in Japan. Die Kirche wurde 1930 von dem Katholiken Raimundo Serra gegründet, der durch einen peruanischen Stammeshäuptling in das Mysterium des Ayates eingeführt wurde. Unter anderem enthält dieses Gebräu halluzinogene Wirkstoffe wie DMT, der einen stark verändernden Bewusstseinszustand herbeiführen kann, in dem sich die Wahrnehmung der inneren Einheit, also das Ich, kurzzeitig auflöst. Auch Muskelzucken oder Herzflattern können auftreten. Physiologisch gesehen ist Ayahuasca eine Droge.
Auf der Basis der Religionsfreiheit ist aber mittlerweile auch außerhalb Brasiliens die religiöse Verwendung gestattet. Ein Priester sagt, nur wer es selbst nimmt, kann das Licht dieser Substanz erkennen. Ohne Ayahuasca wäre mein Leben nur durchschnittlich. Und ein 71-jähriges Kirchenmitglied sagt, nur Santo Daime lässt mich spüren, dass es Gott gibt. Das habe ich früher nie erfahren, als ich Atheistin war. Beeindruckend, was Menschen alles unternehmen, um Gott zu fühlen. Und irgendwie ist das ganz verständlich, denn wer an den guten, liebevollen, fürsorglichen Schöpfer glaubt, der hat so viel Sehnsucht nach ihm. Natürlich wollen wir ihn erfahren, seine Gegenwart wahrnehmen, von seiner Liebe erfüllt werden und nicht so bleiben, wie wir sind, auf uns selbst konzentriert und leer und einander fremd. Aber ist es tatsächlich möglich, die Erfahrung seiner Präsenz auf Knopfdruck herbeizuführen? Jetzt, Gott, jetzt erscheine, jetzt erleuchte mich. War das sein Plan? War es das, was er uns mit dem Abendmahl schenken wollte? Wenn ich Abendmahl feiere, dann ist das Brot nichts anderes als trockenes Brot. Und der Saft hat keine andere Wirkung in meinem Körper als ein paar Kohlenhydrate mehr in meinem Verdauungstrakt. Dennoch passiert etwas in mir. Denn Jesus Christus sagte damals, mach das, um dich an mich zu erinnern. Ich bin also in Gedanken direkt mit dem verbunden, der lieber sterben wollte, als mich zu verlieren. Der sein Leben, sein Blut für mich gab. Er hat außerdem ein ganz persönliches Versprechen abgelegt, indem er sagte, ich werde nicht mehr vom Weinstock trinken, bis zu dem Tag, an dem ich wieder neu mit euch trinken werde im Reich Gottes. Ich sehe ihn vor mir, wenn ich trinke, wie er mir dort den Becher reicht zum ersten Mal. Das ist keine transzendentale Vision oder Meditation. Es ist eine ganz immanente Gewissheit. Wie sagte Jesus kurz nach seiner Auferstehung? Selig sind die, die mich nicht sehen oder nicht spüren und trotzdem glauben. Wenn Sie heute in einem stillen Moment sind, um Gott zu begegnen, dann empfehle ich Ihnen diesen letzten Text zum Nachdenken. Shabbat Shalom.